Hallo und schön, dass ihr den Weg in dieses Video gefunden habt. Wir nehmen euch mit zu unserer ersten großen Reise 2023 nach Bayern und ins Salzburger Land. Viel Spaß beim Zuschauen! Wir sind den Freitag vor Pfingsten gestartet und haben die erste Nacht auf dem Stellplatz von Fritz Berger in Neumarkt in der Oberpfalz verbracht. Nach einer kurzen Shoppingtour geht es jetzt weiter in den Bayerischen Wald. Unser erstes Ziel im Bayerischen Wald ist die Stadt Bodenmais. Von hier aus sind wir zu einem Landvergnügenhof weitergefahren und dann anschließend in die Stadt Passau. Nachdem wir noch etwas in der Glaswelt der Firma Josca waren, geht es jetzt weiter zum Stellplatz am Abersee. Am großen Aber selber gibt es noch einen weiteren Stellplatz an der Talstation und in der Region noch drei weitere Stellplätze. Ein Stellplatz ist an einem Hotel, einer an einem neuen Campingplatz und der dritte von der Gemeinde selbst betrieben ist im Ortszentrum. Besser kann man sicherlich nicht zeigen, weshalb wir uns für diesen Stellplatz entschieden haben. Nach einer ruhigen Nacht und einem gemütlichen Frühstück machen wir uns dann anschließend auf den Weg zu den Rieslochfällen. Hier noch ein Blick auf das Kassensystem von dem Stellplatz. Es handelt sich hierbei um einen reinen Stellplatz. Es gibt weder Ver- und Entsorgung noch einen Stromanschluss. Wer Wasser braucht oder Wasser loswerden will bzw. seine Chemietoilette entsorgen will, kann das aber an dem Stellplatz im Bodenmais. Und jetzt geht es los zu den Rieslochfällen. Wir haben einen Parkplatz gefunden, auf dem wir unser Wohnmobil gut abstellen können und einen schönen Weg zu den Wasserfällen haben. Thank you.
Für unser nächstes Ziel Passau haben wir uns entschieden, nicht direkt in der Stadt zu schlafen, sondern den Weg dorthin etwas zu verkürzen, aber auf einem Landvergnügenhof in der Nähe von Passau zu schlafen. Da die Dominik-App keine Einwände hatte, konnte ich hier den rasenden Falken noch in die Luft schicken. Für Passau haben wir uns entschieden, die Räder zu nutzen. Man kann aber auch ohne Probleme zu Fuß von dem Stellplatz an der Ilzbrücke in die Innenstadt gehen. Nachdem wir uns die Innenstadt ausgiebig angeschaut haben, fahren wir erst ein Stück an der Donau längs, um dann den Inn ein Stück flussaufwärts zu folgen. Ich bin hier. Hier noch ein kleiner Blick auf den Wohnmobilstellplatz an der Ilzbrücke in Passau. Und nun geht es von Passau weiter Richtung Salzburg. Aber davon mehr im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen. Und natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt. Ein Kommentar unten wäre auch nicht schlecht. Tschüss! Bis demnächst. Halt, stopp! Hier noch ein kurzer Ausblick auf das nächste Video. Salzburg, Eisriesenwelt und ein wunderschöner Stellplatz mitten in den Bergen.